So Leute, hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil 4, dem Remake. Kam vor einigen Tagen raus, macht ganz schön die Runde, soll phänomenal sein. Ich muss sagen, kurz vorab, mir ist aufgefallen, weil ich muss gerade erstmal schauen, so Resident Evil, also ich out mich jetzt, ich hab's nie gespielt, never. Generell so Shooter, Third-Person-Shooter auf Konsole waren nie so mein Gen. Beziehungsweise mir ist dann aufgefallen, dass mir große japanische Brands abseits von Nintendo selbst, also ne, zum Beispiel von Capcom, auch sowas wie Metal Gear Solid, vollkommen an mir vorbeigegangen in den letzten Jahrzehnten. Aber muss da nichts heißen. Wir können ja trotzdem sehr viel Spaß haben, denke ich mal. Dementsprechend ist es für mich halt wirklich full blind, also ich habe auch keine Erwartungshaltung. Ja, ich habe schon eine hohe Erwartungshaltung, weil die Leute halt sagen, also Resident Evil 4 von 2005 ist halt ein Klassiker, Meilenstein, Konsolenbewertung, alles top notch, es war ein heftiges Spiel. Kam für ein Gamecube raus, den hatte ich sogar. Anyway, aber auch jetzt das Remake soll richtig, richtig gut sein. Für jene, die Resident Evil nicht gespielt haben. Guck mal, da gibt es sogar extra einen Spielmodus für. Ja gut, Abfahrt. Ich mache mich jetzt vielleicht auch ein bisschen zum Otten, weil man spielt es ja eigentlich mit Controller, oder? Aber am PC ein Shooter muss man jetzt zwingend nicht mit dem Controller spielen, nur weil auf der Konsole es nicht anders geht, ne? Aha, wir starten direkt ordentlich rein, ne? Ja. Och. Ja. Ja, klasse. Also, Leute, ich würde sogar so weit gehen. 30. September 98. Ich halte mal die Fresse. Warum? Was ist denn jetzt los? Oh Gott. Hier starb der Rastet Polizist alles aus. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Aha, genau das wollte ich gerade ansprechen. Ich habe keine Ahnung von der Story. Hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Wieso hat er keine Wahl? Sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Du was? Also, jetzt weg, oder? Das war jetzt nur eine Cutscene. Was war das? Naja, anyway. Dann erzähl mal, was willst du an diesem Ort, so nah am Arsch der Welt? Sagen wir, ich suche jemanden. Muss jemand ziemlich wichtiger sein, eh? Der Befehl kam von ganz oben. Helft ihm, sagte er. Na, ihr fahrt ja kaum mit mir hier raus, um Marshmallows zu rösten. Oder doch? Hat so einen seltsamen Humor. Ich verrate dich was. Noch unter uns. Hier verschwinden immer wieder Leute. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Na dann, sollte das doch Routine für euch sein. Erst letzte Woche gab es wieder eine Suchaktion. Ich kann sicher auf euch zählen. Ja, also ich habe keinen Plan von der Resident Evil Lore, geschweige denn Story. Es gab ja auch die Filme, da höre ich immer David wettern. Ich finde es immer ganz interessant, so als Außenstehender zu hören. Ja, aber Spiele, ich glaube, ich habe auch noch nie jemanden hören sehen. Hören sehen. Ich habe noch nie jemanden sagen hören, dass Resident Evil scheiße ist. Also die Spiele. Ist natürlich ein Remake, also kein Remaster, ja, ist ein bisschen überarbeitet. Brauchst du?
Ja, also es gibt andere Ansätze. Aber ich habe gelesen, war das bei der PC Games oder bei der GameStar, dass das Remake halt so eine Art Liebeserklärung an das Original sein soll. Also, wir hatten ja zuletzt schon mit Dead Space ein sehr gutes Remake. Jetzt Resident Evil 4 im selben Jahr schon. Da kommen schon zwei Brocken so, ne, was Remake angeht. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr noch Gothic kommt. Gut, das international jetzt nicht so ist, huge Remake, aber für uns deutsche Community schon. Ja, an die Scheiße kann ich mich auch noch im Auto erinnern. Der lässt sich ganz schön Zeit. Wo spielt das jetzt? In Spanien oder in Mexiko oder Vielleicht Mexiko? solltest du mal nach ihm sehen. Wieso soll er jetzt nach ihm sehen? Ach, der wollte nur pinkeln gehen, ne? Jetzt ist er irgendwie auf Umwege Ich geraten. warte hier. Wir wollen schließlich keinen Strafzettel. So viel zu helft ihm. Krass. Ich bin jetzt wirklich nicht ganz schlüssig, ob ich mit Maus oder. Weil ich habe ja beides. Ich kann ja. Okay, wir gucken einfach mal. Jetzt bin ich aber auch echt gespannt. Also. Wie wär's hiermit? Ja, das wäre halt so, wie man es wahrscheinlich. Also als. Als Enthusiast müsste ich das halt dann so spielen, ne? Aber ich krieg die Krätze. Also, ich meine, ich habe Shooter mit dem Controller gespielt. Halo oder hier Metroid Prime oder so, ne? Das geht schon. Aber muss ja nicht. Komm, das ist jetzt hier einfach auch mal ein Test. Für uns Hardcore-PC-Gamer. Elitär, Gatekeeping, wie wir sind. Kann man das auch mit Maus und Tastatur spielen? Oder ist das ein Scheiß-Konsolenport? Wir finden es heraus, bleibt dran. Ich höre schon irgendwelche Viecher. Man kann rennen, gut. Wie Schön. weit ist er denn gegangen? Ja, der trifft jetzt diese Sekte und wegen denen verschwinden auch Leute. Also ich glaube, es gibt ja diese Umbrella Corporation, da ist ja dieser Virus ausgebrochen oder bla. Also auch zeitlich, ne? Ich kenne den Film halt, aber die Spiele nicht, ist auch übel, oder? Und das ist jetzt aber, ich glaube, Jahre nachdem die Umbrella Corporation schon gone ist. Okay, ich kann mir jetzt einfach angucken. Oder gibt es ja irgendwas jetzt zu machen? Nö. Gut. Ja, also die Atmo ist schon eklig, ne? Geil, wie er sich so. Oh Gott, da muss ich ducken, Digga. E-Hocke. E. Freunde. C oder Steuerung. Hier hört ja niemand auf uns PC-Spielenden, ne? So. Junge, hier ist ein Hackeball. Ich musste erstmal in den Optionen alles anstellen. Alle Grafiksachen, alles auf Ultra. Das war teilweise auch auf Aus einfach. Aber läuft ja flüssig bei mir. Und das Spiel auch. So. Was haben wir denn hier? Eine alte Hütte. Ja, wenn hier mal nicht eine Kannibalenfamilie lebt. Übrigens, ich dachte ganz lange, dass Resident Evil Evil Dead wäre. Also als Kind habe ich das komplett vertauscht, weil ich hatte früher für die PlayStation 1 ein Evil Dead Spiel, ne, mit Kettensäge am Arm und so. Ich dachte irgendwie, ich habe das als Resident Evil abgespeichert. Das hat natürlich noch mehr zur Verwirrung gesorgt, ne, ist klar. So, Hallöchen. Ich muss auch sagen, ne, ist ja so ein Horror-Survival-Game. Wenn nicht sogar das Horror-Survival-Game, I guess. Aber Jemand zu Hause? wenn das nicht First Person ist, ist mir alles egal. Also, so Third Person ist super entspannt. Ja, und wenn Jumpscare kommt, weißt du, so ist er, ist mir egal. Das kann man gut jetzt hardcutten, falls, naja. Gehen immer automatisch zu. Ich gucke mir noch einmal die Grafik an. So, Leute, ich habe kurz unterbrochen, weil ich habe nochmal gecheckt, die Grafik, da ging noch mehr. Ich habe jetzt volle Pulle alles an. Und im Loading Screen, als ich wieder reingeladen habe,
Stand da etwas, was ich noch gar nicht... Ich glaube, ich habe einfach da gerade geredet oder es wurde einem noch gar nicht gesagt. Wir sind actually hier, weil die Tochter des Präsidenten entführt wurde und lost ist. Und es führt ihn hierher. Deswegen haben die auch so krasse Prio da draußen. Uns wahrscheinlich... Was ist Space? Primitiver Talisman, das Urteil naht. Das Urteil naht, Digga. Boah, Alter, hoppala. So. Hat er eine Waffe? Naja, das ist doch auch ein richtiges Spiel für GNU, oder? Das ist auch, weißt du, wenn ich mal in Frührente gehe, baue ich mir so ein Haus irgendwie in den Außen bei Spandau, ne? Ist ja klar. Hasta el fin, vivemos contigo, ja, vamos. Ich kann auch irgendwie gar nicht, habe ich eine Waffe oder so? Ja, ist spannend gemacht, man sieht nicht, was drin ist, ne? Ah ja, Cutscene. Sah ein bisschen aus wie ein Schlag. Oh. Komm, wäre das zum Beispiel in der Ego-Perspektive, hätte ich mich eingeschissen. Ich hätte jetzt hier alles am Stuhl hier runter. Sauerei. Sorry, dass ich so reinplatze. Ja, der ist gesprächig mit sich selber. I guess. Er ist halt auch so ein Playboy, ne? Oder? Allein das ist schon etwas... Okay. Der hat den Polizisten weggemacht. Wow! Junge, ist der Chuck Norris? Um Gottes Willen, der hat einfach Spinning Wheel Kick gemacht. Ah, jetzt wird er gefoltert. Heilige Scheiße, jetzt geht's aber rein hier. Das gefällt mir nicht. Schlüssel der Jagdhütte. Okay, sind die besessen? Ist es auch so virusmäßig? Resident Evil ist doch immer mit Zombies und Viren, oder? Jo, ich out mich jetzt komplett. Mir ist alles scheißegal. Also, wer auch immer. Schönes Kaninchen. Ja, lecker. Aber können wir auch das Messer rausholen? Boah, wie das riecht. Ich find's krass, wie man so die Gegend inspizieren kann, ne? Das ist schon recht unique. So, oben. Wir müssen irgendwie hoch. Komm, geh mal durch hier. Ja, das sieht schon gefährlich aus. Benutzen. Junge, das ist so Konsolending, ne? Naja, so. Und rein. Oh, hier ist hell. Ah. Oh mein Gott. Okay, das ist schon sehr geil. Das ist schon sehr geil. Vor allem mit Controller hätte ich jetzt wirklich... Mit Controller fände ich es unheimlicher, weil ich länger bräuchte, um mich umzudrehen und so. Und ja, hier kommt jetzt... Hier passiert jetzt Scheiße. Ja, aber es war doch oben der Schrei. Jetzt gehe ich runter. Wie wechsle ich aufs Messer? Servus? Ist auch so sehr nah. Ich wäre gern noch weiter weg. Naja. Oh, hier sind Schlingen. Ja, ist eine Jagdhütte. Die haben ihre Fallen. Oh, da liegt wer. Oder? Ein Tier? Oh, hier sind Bärenfallen. Muss auf den Boden aufpassen. Oh, Mäuschen. Ja, hier hinterm Vorhang ist dann wer. Kann ich hier mal irgendwie was angucken? Ach so, ist gar nicht so dunkel. Ach so! Ah, nur weil ich geaimt habe. I see. Okay, ja. So, was steht da? Ja, irgendwas. Auf einer anderen Sprache, ne? So. Jetzt Jumpscare, oder? Jetzt kommt was. Wah! Wäre ein guter Moment gewesen. Nee? Lassen einen noch zappeln. Gut. Ich habe ja Resident Evil gespielt! Ich hab ja Resident Evil gespielt, ich ho... Hey. Ah, nicht so schnell, jetzt kommt wieder irgendwer von flankiert, ne? Nee? Ich hab doch den Ego-Shooter gespielt, der kam vor 3 Jahren raus, 4. Den habe ich gespielt auf dem Hauptkanal. Insanes Video! Habe ich voll verdrängt. Ah, der im Auto hat jetzt auch... Okay, der beim Auto kriegt auch in die Fresse. Gut, aus der Jagdhütte entkommen. Ist auch gutes Wording. Waffe ziehen und schießen. Ja, klasse. Ja, aber wie holt er sein Messer raus? Mausrad?
Okay. Na gut. So, wer will aufs Maul? Ihr kleinen Keks. Was war das? Oh, oben geht eine Tür auf. Oben geht eine Tür auf. Nicht dein Ernst. Der Typ lebt wieder, ja? Jo, was hält denn der aus? Langsam ist es nicht mehr witzig. Ich habe noch 2 Schuss. Ich habe ihn 3-mal im Kopf geschossen oder so. Langsam ist es nicht mehr witzig, ja, fühle ich. Aber was, wenn ich jetzt keine Muni mehr habe? Wie wechsle ich denn die Waffe? Und was ist dieses Flimmern? Das ist ja... Oh mein Gott, in der Aufnahme ist ja 10-mal so schlimm. Aber es ist auch nur im... What? Okay, aber untersuchen in Aufbewahrung? Wie wechsle ich denn jetzt im schlimmsten Fall? Hier ist ja das nirgendwo ausgerüstet. Vielleicht sagt mir das Spiel das dann. Das ist auch nur in den Menüs, ne? What the fuck? Wie bitte? Was? Ja, da kommt einer. Ich bräuchte halt das Messer. Ich sitze halt drüber. 2 Schuss, jetzt seht das auch mal, warum ich hier rumheul. Warum ist er nicht tot? Ist das auch ein Zombie? Warum redet er dann so? Messerangriff. Aha. So, komm mal her, Ju. Nur aber hands down, ich habe ihn 2-mal in den Kopf geballert. Hier ist jetzt auf. Jo, hol doch nicht die Pistole raus, Mann. Du hast keinen Schuss mehr. Hast du den Schuss nicht gehört? Hier war der drin, ja? Und hier geht's hoch. Aber ich soll ja aus dem Haus entkommen. Grünes Kraut. Jo, was ist das? Hä? Das ist immer, wenn irgendein heftiges Overlay kommt. Also ich soll entkommen, aber oben ist der Polizist und ich finde, wir müssen ihn retten. Der hat sich das zwar vollkommen selber eingebrockt, trotzdem. Junge, ja, dieses Resident Evil Spiel, Resident Evil 6 war das, glaube ich. Da habe ich mich halt eingestuhlt. Das war mit das Schlimmste ever. Oh, ich weiß nicht, ob das so smart ist. Mehr kommt drauf an, ne? Okay. Das ist sie, die er sucht? Was ist? Hier ist Condor One. Hannigan hier, wie geht's voran? Auch ganz gut. Tochter, Baby Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Hier kommt Johnny! Okay. Ich bin selbst raus. Boah, ist eher cool, ne? Ich will ihn heiraten. Ja, mit denen stimmt wirklich was nicht. Also sind jetzt nicht so typische Zombies, ne? Also gehen jetzt nicht so. Ja, wir rennen mal. Zum See gehen. Karte aktualisieren. Oh, hier komme ich nicht her. Oh, das ist aber auch ekelhaft. Also rennen die jetzt hinter mir her? Nö, oder? Ich brauche Munition. Wobei das Messer effektiver gewirkt hatte. Junge, ist das ein fetter Rabe. Als die Pistole. Ich meine, ich schieße dir in den Kopf. Was ist das? Also, das muss irgendeine Grafikoption sein. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde rumprobieren. Gut, dass das hier kein Stream ist. Dann würde ich jetzt die Krise kriegen. Wobei, wenn es immer nur so situativ ist, wenn irgendwie hier
irgendein Overlay kommt. Jetzt wahrscheinlich wieder, ne? Ja. Speichern und Objekte aufbewahren. An Schreibmaschinen können Sie Ihren Fortschritt speichern. Außerdem haben Sie dort die Möglichkeit, über die Aufbewahrung Waffen vorübergehend zu verstauen. Aha. Also ich kann bei so Schreibmaschinen speichern. Es tut mir mega leid mit dem Geflimmer, aber ich glaube, es ist ja immer nur situativ. Koffer anpassen. Ah, ich kann immer nur bedingt, das ist cool gemacht. Ich kann immer nur bedingt Dinge mitnehmen. Okay. So, das treten wir nochmal hier wie Chuck Norris. Ist ja geil. Ist ja geil, ey. So. Und nachladen. Aber die war wirklich nicht effektiv, ne? Naja. So, und so, wenn man so sneakt. Hören die einen dann auch weniger? Man kann leider auch nicht so um Ecken gucken, ne? Junge, da ist irgendein Wolf oder so zerfetzt. So, hier ist doch einer ganz nah. Oh, ich höre aber auch irgendwie so Zombie-Geräusche. So. Vamos. Ah, hier ist einer in die Bärenfalle getapst. Okay. Okay, ich soll heiden oder? Oder holden? Also hier ist ein Gegner irgendwo hinter, ja? Soll ich erstmal in die Hütte oder soll ich die erstmal kalt machen? Ich sehe halt keinen. Weil die labern durchgehend. Okay, also ich höre überall Gegner. Dann fuck it. Wir werden schon merken, wenn die auf uns losgehen. Wir schauen uns hier erstmal um. Ich glaube, hier geht es theoretisch auch nicht weiter. Ich muss sagen, gut, ist für PlayStation 5 halt gemacht, ne? Oder? Aber die Grafik finde ich jetzt nicht insane. So, das ist halt wieder die Konsole, ne? Diese Konsolen, die einen da zurückhalten. Ja, schon, ist schon okay. Schon okay. Ja, ist schon okay, I guess. So. Oha. Kann man die scharf machen und die da irgendwie reinlocken? Das wäre cool. So, dann gehen wir mal hier in die Ruine. Ja, wenn ich das trete, müssen die auch so safe hören, oder? Peseten. Geld oder was? Lol. Na gut. Junge, ich bin, glaube ich, auch... Oh. Tot, oder? Da schauen wir bitte nicht hin. Oh, der hat Munition verloren. Was hat er denn? Ach, seit er durchs Fenster gesprungen ist, ne? Okay, die haben wir weggemacht. Oh, das hat wer gehört, wie ich renne. Das hat wer gemacht. Das heißt, es ist auch so ein Sound-Ding, ja? Mit Schleichen und Rennen. Huch. Bisschen Frame-Drop hier. Ja, hier in der Hütte ist eh nah, wa? Digga, was kommt da raus? Aha. Jetzt nimmt es langsam Gestalt an. Wortwörtlich, ne? Da, okay. Ja, irgendwas Virenmäßiges. Heftig. Alter, wir finden ja ultra viel Munition auf einmal. Blendgranate. LMAO. Und rotes Kraut. Da flimmert wieder hier alles. Vorbereiten, werfen, ja. Ja, aber brauchen wir jetzt nicht, oder? Was kommt da auf uns zu? Ich glaube, ich spiele es auch zu vorsichtig. Das war jetzt bisher nicht schwer. Let's go. Aber wahrscheinlich soll man jetzt hier eine Granate gleich zünden, oder? Mach mal auf. Oh.
Holly hat getweetet, es ist für ihn Spiel des Jahres. Da habe ich aufgehorcht. Oh. Oha, wir kommen ins Dorf. Actually. Geil. So, hier können wir ein Fernglas rausholen. War halt wirklich. Ja. Oh, da ist der Polizist. Ich habe mich gerade eher auf die Leute fokussiert. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Sagt er auch. Das ist schon sehr gut inszeniert und gemacht alles. Also ist schon ein krasser Vibe. Außer das Voice Acting bisher sehr, sehr gut. Dass er halt literally ach du Scheiße sagt, wenn ich ach du Scheiße sagt, das macht es dann schon sehr immersiv und gut. Oft ist es ja so, dass die Dialoge und so so pain und so unnatürlich und so weiter sind. Und auch wie die Zombies hier, also ist schon sehr creepy. Aber ich bleib dabei, First Person würde ich sterben. So, ich zünd jetzt hier eine schöne Nade. Was geht hier ab? Hier könnte ich Huckepack machen, okay. Oh, hier ist ein Hühnchen. So. Warte mal, dass der... Und Abfahrt. Was kann ich da machen? Junge, wo kommt sie denn her mit ihrer Hake? Okay, das finisht die nicht. Ich dachte, ich kann jetzt ran, wenn die gestunt sind und die alle finishen. Hehehe, ist ja lustig. Oh shit. Junge, das sind zwei, das sind Zwillinge. Okay, wenn die so Pfeile haben, dann kann ich die, glaube ich, so mit einem heftigen Kick... Oh, manchmal kommen die auch schneller. Der wirft die Axt. Ich habe sie in der... Ach, Sohn! Ich dachte, da kam gerade irgendein Kopf auf mich zugekrabbelt. Junge. Daneben. Der zieht eine neue Axt. Junge, der ist kleiner. So, jetzt reicht's mir. Der kommt von der Seite hier. Es geht los. Junge, kommt da rüber geklettert. Oh. Jetzt weiß ich auch, warum ich so viel Munition hatte, ne? Junge, wie viel sind das? Hätte ich mich da durchsneaken sollen, oder? Junge, sie hat so eine Charge Attack. Das sind auch alles Rentner. Wo sind die Kiddies? Yo. Der... Aua. Hä? Ist der jetzt hinter mir oder was? Ach du Scheiße, Digga. Okay, ich verstehe, wie das Spiel funktioniert. Okay. Okay, okay, Leute. Ich hab's gerallt. So ein Spiel ist das. Yo, moin. Ah! Jo, wer ist er? Ja gut, aber ich habe ja jetzt keine Pistolenmuni mehr. Ich glaube, ich habe alles gewastet. Warte mal. Ja, ich habe gesehen, da ist einer. Nee. Oh ja, ein bisschen Geld. Geil, cool. So, komm mal her. Zack. Kann ich den irgendwie blocken? Ja, ich glaube. Kommt so ran. Ja, okay. Okay. Ich weiß jetzt immerhin, was das für ein Spiel ist. Hier gibt's einfach richtig in die Fresse. Nicht so eins gegen eins. Hier ist einfach richtig AK-Match. Jetzt ist nur die Frage, mache ich da Sneak Attack? Also sneake ich mich durch und kann die leise ausschalten wie so ein Robin Hood, Digga? Das auf E einfach schleichen ist auch eine Frechheit. Ja, zündet ihn an. Ich versuche die jetzt mal wie Hitman. Ich versuche jetzt mal Hitman-Gameplay. Kann ich Leute von hinten abstechen? Das wäre mal ein Approach, oder? Und
Und die Blendgranate war definitiv zu früh. Ich dachte halt, ich stun die, renn rein und kann die dann finishen schnell, drei Stück, dass sie halt gone sind. Aber ich konnte die nur einmal treten und ich stehe wieder auf. Das war schon... Ja. Okay, hier die Oma zum Beispiel. Kann ich die von hinten richtig wegmachen? Ne bisse bulasse. Vamos. Nice! Nice! Muss ich die wegräumen? Nö, oder? Okay, dann gehe ich jetzt hier erstmal ein bisschen... Junge, jetzt ist Hitman-Gameplay. Ich kann leider nur nicht um Ecken gucken. Kann ich irgendwie die Schulterperspektive ändern, dass ich auch mal über die linke Schulter gucke, nicht immer nur über die rechte? Ich war halt auch so irritiert, als der Kettensägen-Typ kam, weil das Tor sah genauso aus wie das, wodurch ich gekommen bin. Deswegen habe ich mich auch erstmal umgedreht. So, was geht hier? Okay. Peseten. Pesetas. Petas. Na gut, dann machen wir weiter. Ach du Scheiße. Gibt der Alarm? Wo ist er? Mhm. Mhm. Der steht da jetzt einfach nur. Gut, der kommt nicht. Hä? Okay, also wenn man sich so ein bisschen gezeigt hat, dann sind die zwar aufmerksam, aber kommen jetzt nicht an, ja? Wäre witzig, wenn er jetzt kommt, so richtig delayed. Aber so ein Türensound hört er auch nicht, ja? Kann ich hier drüber klettern? Nee. Ach, auf Leertaste blocke ich. Gut, das... Okay, alles klar. Good to know. Gut. Dann. Also alles, was gelb markiert ist, wahrscheinlich hier auch, drüber springen. Das haben alle gehört. Kann ich in den Schrank? Okay, also... Rohstoffe. Mhm. Okay, ich verstehe. Dann mal los. Dann mal los. Den Angriff überleben. Gut, ja, klar. Servus. Ja, aber... Okay. Oh! Ist so Quicktime-Event-mäßig, ne? Hä, hey, die lebt einfach noch! Okay, also, drei habe ich weg. Wer will als nächstes? Du? Oh, die Omi kommt mit dem Speer? Ja, vielleicht nicht so... Oh Gott, die, also man sieht... okay. Also, wie ist denn das Kampfsystem, Digga? Objekte herstellen. Genau das brauche ich jetzt. So, das. Gesundheit wiederherstellen. Sie können Gesundheit wiederherstellen, indem Sie Kräuter oder ein Erste-Hilfe-Spray verwenden. Die Wirkung von Kräutern kann durch Kombination mit anderen Kräutern intensiviert werden. Rotes Kraut erhöht die Menge wiederhergestellter Gesundheit, gelbes Kraut erhöht die maximale Gesundheit. Waffenschnellzugriff. Aha, gut. Gibt's auch später andere. So, jetzt haben wir hier wieder Krisselkrassel. Erste-Hilfe-Spray benutzen. Wo ist mein Leben? Meine Lebensanzeige? Egal, ne? Gut. So, die Nummer 2. Oh. Actually? So, was muss ich jetzt drücken? Hä? Ach so. Ich kann nur einfach linke Taste drücken. Ich brauche mich nicht freikämpfen. Okay, also ich muss die alle ein bisschen mehr kiten. Also die Omis sind krass gefährlich, tatsächlich. Ah! Okay. Okay. Aber wenn die einen so anfallen... Mein Messer ist kaputt. What? Okay, das ist arschgeil. Aber steht wieder auf, ne? Gut, also... All good. Ach, scheiße. Ach, und jetzt habe ich kein Messer mehr, um mich frei zu stechen. Und jetzt kommt der Typ. Okay, aber ich habe noch ganz gut Muni. Aber mein Messer ist kaputt. Ich habe jetzt sehr versucht, sehr sparsam zu kämpfen, ne? Mit Munition. Alter.
Ja, das war ja fair. Sieht aus, als könnte man es reparieren. Aber wie? Wahrscheinlich an irgendeinem Ort, oder? Oben vielleicht herstellen? Pistolenmunition. Ah, cool. Also ja, craften, richtig. Man hat eine Karte. Schön. Hier liegt auch mein Loot. Aber oh, man sieht auch so, wo man reinspringen und rausspringen kann. Hier geht eine Treppe hoch. Das könnte ich nutzen. Okay, aber auch nur, wo man schon war, sieht man das alles. Also, ne, dass da zum Beispiel eine Tür ist. Das war die Hütte, wo ich mich vorhin versteckt habe. Oh, das war aus Versehen? Ruhig. So. Okay, also reparieren. Gut, dann spielen wir jetzt mit Nates, I guess. Hier ist Sackgasse, ne? Ja, aber ohne Messer. Okay, wie spielen wir am sparsamsten? Ich würde sagen... Hä, warum war die jetzt ein One-Shot? So spielen wir. Einmal schießen, dann kicken. Ich glaube, es macht so... Aber er überlebt es halt. Kann ich die dann auf den Boden nochmal treten? Ih, was geht mit ihm? Der hat einen Schlaganfall, wa? Okay. Was geht mit ihm? Ah, sein Kopf ist ein bisschen... Ist hier Sackgasse? Scheiße! Ja, ich habe nicht Munition für die alle, glaube ich. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Okay, das ist geil. Ich habe sehr viel Schuss, actually. Also, ich muss jetzt nicht... Zack, Junge! Richtig wegtreten, die... So! Okay, ich glaube, ich zirkel so einfach hier so ein bisschen umher. Oh, was passiert? Da ist gerade irgendwas passiert? Ach du Scheiße. Ich komme nicht durch. Eieiei. Kurze Pause, Freunde. Ich hab nichts zum Heilen. Gut. Ja, ist ein Horror-Survival-Game. Heilung. Schöne Kräutermischung. Zwei grüne Kräuter, doppelt so viel Gesundheit. Ja, Abfahrt, komm. Aha. Ich bin stuck, kann nichts machen. What is... Da, warum brennt das Dorf? Jetzt schlagen die Alarm. Ich finde das Spiel bislang echt hart. Also auch schwer. Angenehm schwer. Ja, ist jetzt nicht so ein easy Ding. Da geht man durch, bam, 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 fertig. Sondern es waren ja ultra viele Gegner einfach. Aber dann kam das. Hätte ich die jetzt alle machen müssen, wäre schon krass. Ich meine, so war es auch krass. Das jetzt auch so, ja genau. So, ja. So, what is going on, Digga? Wollen wir nicht weiter falten? Hau den doch jetzt richtig eine rein. Ja, wobei, man will sie vielleicht auch nicht neu triggern, ne? Also wäre ich in der Situation, ja. Geht erstmal in die Messe. Kurz Pause, danach machen wir weiter. Du bleibst draußen, Fremder. Nimm die Kettensäge. Oder die, genau, die Heugabel hätte ich gern. Die geht doch hoffentlich nicht kaputt. Machete, nimm alles mit, Digi, bitte. Die Axt! Wo wollen die hin? Zum Bingo? Zum Bingo! Okay, ist... Wo wollen die hin? Zum Bingo? Erst ja ich? Geil. Richtig geiler Prolog. Wow. Heftig.
Er ist ja mega. Ist ja mega mäßig. Junge, da ist eine Bärenfalle. Okay. So, wo sind jetzt die Waffen, die hier gerade alle rumlagen? Kommen, Condor One. Es gibt eine Route zum See. Such nach einer großen Windmühle, dann nimm den Weg auf der Rückseite. Na klar. Windmühle. Verstanden. Sei vorsichtig. Ende. Ich sammle jetzt erstmal hier alles ein. Ich glaube, jetzt kann ich einmal kurz chillen. Ich loot erstmal alles. Ich loot alles. Abfahrt. Also, es ist ultra geil, das Game. Wow. Oh Gott! Junge, was für ein Trottel. Aber was kommt da für Tentakelscheiß aus seinem... aus seiner Lunge? Okay, hier brauche ich einen Schlüssel. Warum hat er da im Schrank gechillt? Vor allem, ich bin vorhin schon am Schrank vorbeigegangen. Hat er ja probiert, ob ich mich darin verstecken kann. Und da hat er da wahrscheinlich gerade geschlafen. Er kommt raus, oh, ein Perros oder so. Na gut. Also... was haben wir gelernt? Das Messer nicht overusen. Das Messer wirklich nur nutzen, eigentlich. Also, gefühlt war es the best way, dass man zulässt, dass die einen anfallen, damit man sie dann one-tappen kann. Beziehungsweise sind wieder aufgestanden, aber... ja, also schön mit dem Kampfmesser in die Kehle. Halten. Oh. Das ist immer ganz geil gemacht. Alles, was gelb ist... hier hätte ich mich verbunkern können, oder was? Alles, was so gelb ist, kann man halt kaputt machen oder damit interagieren. Erste-Hilfe-Spray. Siste. Pistolen-Muni. Nice. Ja, das war das zweistöckige Gebäude, was ich auf der Map gesehen hatte. Wo oh, ja. Perfekt. Und eine Granate. In der Vitrine. Ja, only in America. Flint-Munition, geil. So, wie belege ich das jetzt? Jetzt ist sie wieder, also... naja, wie oft soll ich es noch sagen? Ja, aber wo? Also... aha, auf der 3. Okay, geil. Nice, now we're talking. So. Ja, und hier könnte ich auch rausspringen, ne? Auf die Veranda, Digga. Aha. Ja, hier hätte ich... ja. Also, wenn ihr das nochmal spielt, Leute, hier müsst ihr dann hin. Und dann schön hier... ja, super. Und wieder rein. Macht ihm keinen Damage, oder? Ist hier noch irgendwas? Und wenn ich mich hier runterdroppen lasse... cool. Gut, nächstes Gebäude. Ey, wir looten hier alles weg. Achso, hier können immer noch Leute sein, ne? Naja. So, Flint-Muni war da drin, glaube ich. Aber wie er die wegtritt, ne? Er ist ja wirklich irgendwie eine Mischung aus John Wick und Chuck Norris, Alter. Handgranate, ja moin. Das hätte ich eben alles gebraucht. Schöne Pesseten. So. Klasse. Hier haben wir noch Loot. Pisseten. Gelb ist immer Pisseten. Ja, hier kannst du Taschenlampe fast schon rausholen, ne? So, okay. Hier geht's nicht auf. Wo bin ich denn jetzt gerade? Ach, wieder da. Ach so, da ging's durchs Fenster rein. Jo, der Stier war ja so random. Nur auf einmal greifen mir hier die Kuh an. Zweimal. So, hier war ich überall drin. Ach ja, der Polizist ist ein bisschen abgekohlt. Ja. Diese Leute sind krank. Ich glaube auch. Also, ich glaube wirklich krank. In dem Gebäude? Hier drin? Ach, das war das mit der... ach so, dann ist das hier doch ein anderes. So, da komme ich nicht rein. Okay, durch ein Fenster.
Hier irgendwie brauche ich zwei Personen für? Begleiten mich irgendwann eine? Safe, oder? Die Tochter vielleicht. Hm. Braunes Hühnerei, ne? Super. Oh mein Gott, das Ding habe ich vorhin gesehen. Aber juckt ihn nicht. Juckt ihn literally nicht. Ich habe ein bisschen Leben verloren. So, hier bin ich vorhin rein. Dann dachte ich Sackgasse. Aber hier war eine Leiter. Wie repariere ich denn mein Schwert? Ich meine natürlich mein Messer. Rot ist immer Munition, gut. Oh, da geht's runter. Irgendwann mal, I guess. Gut, hier sind die alle rein und wollen da drin chillen. Das respektiere ich. Oh, hier waren wir überall. Gut, dann sind wir durch. Dann würde ich halt jetzt gerne die ganzen Waffen aufsammeln, die hier nicht mehr liegen. Das ist Satch. Na gut, dann gehe ich jetzt zum See, wa? Da, okay. Na, hier ist noch was. Ein Rubin. Aha. Ein Rubin. Ich hätte halt gern die Kettensäge, bin ich early. Geht doch immer wieder automatisch zu. Die sind so automatisch öffnend und schließend. Naja. Ach so, soll ich nochmal probieren, in die Küche zu gehen? Aber ich wette, es geht einfach nicht. Aber ich probiere es einfach mal. Mal gucken, was passiert. Dass ich da in die Bärenfalle getappt bin, ey. Aha. Also wir brauchen ein paar Schlüssel oder so Zeug, ne? Wie auf einmal auch alles gebrannt hat, das habe ich gar nicht mitbekommen, ey. Auf einmal brennen hier die Hütten. Aber jetzt auch nicht mehr. Whatever. Wie bitte? Also bisher brutal krass Game. Geht's auch weiter mit Dorf, das ist die Mühle. Weil sie sind echt, also ich finde diese Zombies echt cool gemacht. So, ich kann nicht speichern. Ich weiß, habe Bildschirm schwarz. Ich sag's jetzt einfach, ich gehe einfach nicht mehr drauf ein. Kann ich hier reparieren oder? Die Fundrate für Pistolenmuni steigt. Das ist die Eigenschaft des Koffers. Koffer anpassen, Aufbewahrung. Hä? Das ist einfach die Passive vom Koffer, okay. Und den kann man dann verbessern, oder was? Mhm. Na gut. Aber ich würde halt gerne mein Messer reparieren, tatsächlich. Kann ich auch einfach so treten? LOL, mit Q und E? Ne, nur mit Q kann ich mich 180 Grad wenden. Zack. Das ist ganz cool. Wenn es mal schnell gehen muss. So. Oh, da ist ein Ei. Ich höre die Leute wieder quasseln. Ah, da hinten ist einer. Den legen wir als erstes mal um. Ich habe das Messer gar nicht mehr. Mal gucken. Patrouillieren die oder stehen die nur auf der Stelle? Anscheinend stehen die nur auf der Stelle. Ja, ich habe das Messer nicht mehr. Ja, dann hilft nichts. Vater. Den hat's erledigt. Krass. Also manchmal sterben die, manchmal nicht. Aber den Schuss haben doch alle gehört, oder? Ah, hier stinkt's, ja. Ja, ist okay. Also dahin war noch irgendwo eine Frau. Da habe ich eine Frauenstimme gehört. Darf ich hier mal rein? Nee, ne? Oh, krass hier mit den ganzen Tieren und so, ne?
da oben blau ist? Aha, da ist sie. Ja, die guckt jetzt, wo der Schuss herkam, wa? Ich bleib mal in der Hocke, vielleicht sieht sie mich dann nicht. Who knows? Okay, hier ist aber eine halbe Burg. Ich frag mich echt, wo ich das Messer reparieren kann. Ne, das ist die Mühle. Ist irgendwie so ein Eingang zur Mühle. Okay. Wir looten weiter. Ja, und was kann ich mit dem Geld machen, ne? Und hier brauche ich einen Schlüssel, wa? Nicht! Da ist eine Sprengladung. Okay. Ich komme später nochmal. Ein Zettel. Blaue... Ah, jetzt nicht! Blaue Auftragszettel. An verschiedenen Orten finden Sie blaue Zettel mit Aufträgen, die auf Ihre Erledigung warten. Nehmen Sie einen solchen Zettel auf, um den Auftrag anzunehmen. So optional, oder was? In Gottes Namen kann ich endlich jemand diese blauen Medaillons beseitigen, die diese Fanatiker überall aufgehängt haben. Okay, also, okay, ja, brauchen wir jetzt nicht hinterfragen, aber von der Logik her ist schon weird, ne? Also wer, kommt der Bürgermeister vorbei und sagt, Mann, diese ganzen Fanatiker, und dann hängen die immer ihre blaue Scheiße auf. Alle blauen Medaillons zerstören. Belohnung, Spinell mal 3. Okay, 0 von 5. Was ist da für ein Schrein, Alter? Brauche ich auch irgendeinen Schlüssel? Okay. Okay. Warte mal, war da was Blaues? Aha. Das, hä? Ich muss sie abschießen, aber finden die nicht gut. Ja, die finden das nicht so geil, ne? So, hier war eine, oder was? Ich habe hier drinnen eine wüten hören. Ne? Doch, doch. Nicht? Oh, doch. Wie kommt der erstmal aus dem ersten Stock rausgeböllert, ey? Jo, die ist so sauer, holy shit. Und weg mit der. Bats, Junge. Jo, die hat's erledigt. Oder? Ja. Imagine Chuck Norris kommt in dein Dorf und tritt dir einfach die Seele aus dem Leib. Heftig. Okay. Mach auf. Hä? Mach auf. Ist blockiert. Hm. Geht nicht auf. Hier? Nee, ne? Hier hoch? Irgendwie? Nee? Auch nicht. Ist alles versperrt. Crazy. Na gut, so, jetzt kann ich hier mal in die Scheune. Ja, Hühnerei, krass, klasse. Hier war irgendwas Blaues, glaube ich. Ja, gucke mal. Okay, eins noch. Servus. Auf die Kühe könnte ich auch schießen, aber ich glaube, das ist ja komplett useless. So, das letzte. Blaue. Medaillon. Talisman, whatever. Hallo Schweinchen. Warte, ist gelb, actually, ne? Guck mal, hier liegen so ein paar Waffen, Digga. Nimm doch einfach mal so einen schönen Spaten. Und dann mach die mit dem Spaten weg. Muni? Kann ich nicht klettern. Es ist schade, dass man nicht so hoch klettern kann. Okay, einer fehlt. Einer fehlt. Und ich glaube, ich kann von der anderen Seite dann irgendwo ins Gebäude kommen. Naja, I mean, vielleicht hier drin?
Hier ging es ja weiter. Jetzt nur für mich so ein bisschen das Problem. Schieße ich drauf? Oder versuche ich das zu entschärfen? Da weiß ich halt immer nicht, was ein Spiel von mir will, ne? Ich glaube, ich darf einfach nur erstmal nicht das Seil berühren. Ah, ich könnte unten drunter. Aber guck mal, ich glaube, ich kann es entschärfen. Okay, cool. Hätte aber auch einfach unten drunter gehen können, ne? Na gut. Hier ist ein gelbes Kraut. Das muss nicht jedes Mal sein, finde ich. Das weiß ich ja irgendwann. Okay, hier ist eine fette, fette Mühle. Alles muss man selber machen. Also es gibt wirklich viel so... Ja, da fehlt halt ein Rad, okay. Gibt echt viele Orte, wofür man Objekte braucht. Ich habe noch ja nichts gefunden. So, hier kommt man jetzt über hinten rein, ne? Dachte ich mir. Aber es gab noch eine Tür, die checke ich erstmal kurz aus. Also, sagen wir, es ist eine Tür. Aha. Gut. Okay. hallo? Er ist halt legit genau unter mir. Aber ich höre draußen Stimmen. Oh ja, da kommt wer. Jetzt habe ich irgendwie Event getriggert. Er ist draußen. Digga, hat er einen Schweinekopf? Ich dachte die ganze Zeit, es hat sich soundtechnisch so angehört. Als ob er... Junge, du bist ja so ein Opfer. Als ob er unter mir war. Schöner Flick. Wir sind ja so die Opfer. Okay, die sind theoretisch beide... Oh. Ist er auf die anderen gefallen? Das wäre arschwitzig. Jo. Oh, der... Ja, er steht wieder auf. Schön. Digga. Was geht bei euch? Langsam habe ich genug. Same. Aber gibt immer ein paar Peseten. Man muss ja wirklich immer aimen. Man kann nicht einfach so aus der Hüfte schießen. Okay, war's das? Heilige Scheiße. So, was ist mit Seidenkristall? Okay, also der droppt dann auch irgendeine krasse Scheiße. Flintmunition, nice. Da ist das Rädchen. Das nehmen wir mit. Dann Küchenmesser. Oh! Jetzt haben wir wieder eine Nahkampfwaffe. Schön. Ja, brauche ich nicht, ne? Aber so hätte ich escapen können. Das war der Plan. Man hört den, er kommt. Und man hätte einfach instant runter und hinten escapen können. Habe ich nicht geschnallt. Weil es sich soundtechnisch so angehört hat, als wäre er unter mir. Damit habe ich auch viel eher gerechnet. So. Okay, jetzt nochmal Mühle hoch und dann andere Seite runter. Hier hätte man theoretisch auch, glaube ich, Leute hinlocken können. In den Sprengsatz. Genau, das können wir gleich dann einsetzen. Das Rad. So, jetzt hier. Hier runter. Wir brauchen ja noch das fünfte Medaillon. Weinkanne. Schätze kombinieren. Okay. Unter Wichtiges und Schätze können Sie sich die gesammelten Schätze ansehen. Manche Schätze können sich zu einem höheren Preis verkaufen, wenn sie mit Edelsteinen... Also ich finde hier Geld und Schätze und soll das verkaufen, aber ich denke mir halt... Jo, ich bin in irgendeinem Hinterwäldlerdorf.
Hier gehe ich als nicht zum, weiß ich nicht, Gold an und Verkauf. Ach, hier ist die Tür. Okay. Okay. Oder hier mal eben zum Aldi und kauf mir. Oh, ich muss das hier. Ja, gut. Na dann. Ach so, hier ist ja noch ein Fass. Und hier ist noch ein Schränkchen. Rubin! Keine Ahnung, ob, aber ich glaube, es ist krass. Ich glaube, es ist krass. Gut, ich brauche nur ein so ein Medaillon. Da bin ich, ist natürlich bei mir alles getriggert. Ich will das jetzt auch machen, abschließen. Vielleicht beim Eingangsbereich. Könnt ihr jetzt nochmal speichern übrigens. Cool. Dieser Grafikbug, ich habe den auch nur in OBS, das ist ganz wild. Könnte vielleicht am Aufnahmekodex oder so liegen, keine Ahnung. Gut. Also eins war so erhöht, oben in der Scheune. Können wir halt vorstellen, dass... Wobei, bislang waren die nicht so ultra versteckt, muss ich auch sagen. Vielleicht kommt auch einfach noch eins. Innerhalb der Mühle oder hier hinter der Mühle. Vielleicht zählt das auch hinter dem Gatter. Also hinter der Mühle, hinter dem Gatter. Vielleicht zählt das auch noch zum Bauerndorf. Und da ist dann das fünfte. So, jetzt hängen wir erstmal das Rad ein. Benutzen. Très bien. À la droite. Ouvre la porte. Ne? Ich kann ja... Française. So. Ja, ist auch ein toller Apparat, ne? Technik, die begeistert. Ja, brauchst nicht die Leiter nehmen. Schick. So. Bin ich jetzt immer noch im Bauerndorf? Bauernhof? Yes? No? Oh, warte mal. Was ist denn da? Hier flackert wieder bei euch, ne? Aber was ist denn da? Blaues Medaillon. Das ist ja nett vom Spiel. Hä? Das trackt einfach alles in meiner Umgebung. Hier? In der Scheune? In dieser kleinen Hütte hier, oder was? Lol. Ja, geil. So, und wo kriege ich jetzt meine Belohnung? Junge, das ist richtig controllermäßig. Ich muss hier mit WASD. Naja. Wegschreien, ja, nee. Schreibmaschine, ja, nee. Ah, es gibt doch verschiedene Ebenen mit T und G. Okay. Na gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Belohnung im Inventar habe. Hab auf jeden Fall ein Küchenmesser. Junge, die ist. Also, es ist ja echt Pain. Da steht doch, was bringt. Rubin, ein rundgeschliffener, ja. Okay. Lässt sich sicher verkaufen. Okay, die haben einfach unterschiedliche Wertigkeiten. Seht ihr nicht? Aber ungefähr hier unten, also da hinten, da hinten steht dann Wert, Doppelpunkt, 3000 Peters, Junge. Und er hier, 2500 und er 4000. Gut. Hier, Akten. Medaillon. Ja, mach. Belohnung 3. Ja, aber wo kriege ich die Belohnung? Dorf? Funk. Ja. Okay, wir machen mal weiter. Machen wir weiter. Mhm. Servus. Ja, das sieht auch alles so geil einladend aus. Wirklich. Ist einfach nur schön. Mach die weg. Double Kick. Lecker. Da ist ein bisschen Schaschlik im Wagen. Okay, da kann ich lang. Und ich könnte hier lang. Vielleicht. Nee. War klar. Und hier? Nee. Na gut. So, was gibt's hier? Ey. Ich bin echt... Also, mega geiles Game. Auch so angenehmer Horror. Wisst ihr, was ich meine? Ist jetzt nicht so 1000 Jumpscares, Ego-Perspektive...
Ja, also ich spiele, man merkt, glaube ich, dass ich nie Spiele mit dem Quicktime-Event spiele. Ey, nee, muss. Nein, komm, ey. Lass es, Ahiba Asshole. Nee, Bruder. Mach ihn weg. Junge, einfach schön in den Arsch treten. Ahiba Asshole. Gut, dann gehe ich da nicht lang. Oder was, oder wie? Hä? Ach, hier rechts. Oder was? Ah. Boah, Alter, Digga. Lasst es, bitte. Sie schon wieder, ey. Die beiden sind ja so nervig. Junge, als ob die Bumerangs nach mir schmeißen, ne? So, ah, auch einladend. Schön. Brauchst Taschenlampe nicht rausholen. Für mich geht das hier vollkommen klar. Junge, Ahiba ist wohl. Also das ist eine geile Optik. Wall ech. Ein kleines Fledermäuschen. Okay, ja, schön. Und hier wäre das nächste Gebiet. Okay, Leute. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich würde jetzt noch den wegmachen. Ich würde noch den wegmachen. Ah. Und dann würde ich sagen, locken wir den noch in die Falle. Oh. Ja, ist jetzt ein bisschen... Komm, komm mal in die Falle. Ach was! Du hackst also. Du dumme Sau. Na gut. Und dann machen wir vielleicht noch... wie der seinen Mate abschmeißt. Aha. Und dann treten wir da noch einen rein. Bam, Junge. Und dann würde ich sagen, Servus, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war der absolute Wahnsinn. Ja, checkt es gerne aus, wenn ihr Bock habt. I guess. Gibt's überall, glaube ich. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssi.